Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal ein bisschen später, aber ich glaube, das verzeiht ihr mir bei diesem Hammerwetter. Das muss man einfach draußen genießen. Ja, wo fangen wir an? Ich habe ein bisschen neue Wolle gekauft und ich habe natürlich 1, 2, 3 Projekte, die ich euch zeigen möchte. Genau. Ich würde sagen, wir fangen mit der neuen Wolle einfach mal an. Und zwar habe ich mir das erste Mal von Jeremiah die Catania, und zwar die Originals, gekauft. In einmal diesen Tönen. Das wäre jetzt die 240. Dann habe ich die 128 gekauft. Die 394. Also ihr seht, das sind alles so ähnliche Töne. Und dann habe ich mir noch zugelegt die 393. Die 391. Und die 244. Dann habe ich mir einen Bobble von Lady Di's Traumgarne zugelegt. Und zwar ist das der Rosenrot. Der sieht so aus. Genau. Und der besteht aus Rose, Altrosa, Rot, Melier, Ziegel und Malaga. Das sind im Übrigen jetzt 1000 Meter. Und 50% Baumwolle und 50% Polyacryl. Da hat jetzt hier auch wieder dieses kleine Hängerchen dran. Das ist eine kleine Hexe auf dem Besen. Ja. Und ich habe meinen allerersten Zauberball gekauft. Das ist dieser hier. Der nennt sich, vorhin hatte ich es noch, Smoking Area. Finde ich eigentlich auch ganz schön. So lila, Grüntöne. Genau. Aus dem will ich vermutlich einen Loop-Schal machen, aber bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Muss ich mal gucken. Ja, das war meine Neuanschaffungen. Und ich würde sagen, weil wir gerade bei Thema neu sind, ich habe wieder was Neues angeschlagen. Und zwar noch ein Tuch. So, das hier. Und zwar ist das aus diesem Bobble hier. Ich weiß gar nicht, wann das... Ich glaube, das waren 800 Meter. Und, ja. Das stricke ich jetzt auf... Das ist dreifädig und das stricke ich auf 2,5er Nadeln. Wobei ich jedes Mal das Gefühl habe, dass die mir gleich auseinanderbrechen beim Stricken. Dann habe ich gesagt beim letzten Mal, ich möchte bei dem Glitzerfarbentuch diesmal euch die Abnahmen zeigen und ich bin echt so weit gekommen und habe hier tatsächlich mit den Abnahmen begonnen. Ansonsten habe ich dieses Stück hier gestrickt. Ja. Dann habe ich, ja, dann kann ich euch eigentlich nur noch das blau-weiße Tuch zeigen. Da habe ich dieses Stück hier jetzt gestrickt. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Beim nächsten Mal kann ich euch definitiv, oder nein, kann ich, werde ich euch definitiv meinen Pullover zeigen und meinen Cardigan. Mein Pullover, da fehlt noch ungefähr so ein Stück, dann ist er fertig. Und beim Cardigan habe ich vorhin angefangen, die Ärmelmaschen abzuteilen, sozusagen vom Rest. Und das werde ich euch einfach beim nächsten Mal zeigen. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!